Bist du die einzige Wache am Tor? Meistens ja. Abgesehen von unseren Kampfmaschinen. Nur sind die so störanfällig, dass man sich besser nicht auf sie verlässt. Aber ich will mich nicht beschweren. Die Gewissheit, dass durch meine Arbeit die anderen in Ruhe schlafen können, ist Entschädigung genug. Auch wenn das weniger Erholung für mich bedeutet. Wie ist die Lage? Angespannt. Unsere Gemeinschaft steht am Scheideweg. Ein Schritt zu viel und wir versinken in der Bedeutungslosigkeit. Hoffnung ist ein rares Gut geworden und nicht alle schaffen es, sich mit den Umständen zu arrangieren. Zählst du auch dazu? Niemals. Aufgeben ist für mich keine Option. Nicht, dass wir uns missverstehen. Ich denke, dass wir trotz allem eine Zukunft haben. Wir müssen uns nur endlich zusammenreißen und auf unsere Stärken konzentrieren. Wenn uns das gelingt, füllen sich unsere Reihen auch wieder auf. Zeig mir das Lager. Nichts lieber als das. Bleib an meiner Seite. Ich zeige dir zunächst unser Habitat. Dort haben unsere Akolyten ihre Schlafstätten. Natürlich kannst auch du dort ein Bett beziehen. Nach einer langen Reise genau das Richtige. Such dir einfach eins aus. Betten haben wir im Überfluss. Sammelt Munition, die da draußen noch herumliegt. Hochet und pflegt eure Waffen für den Ernstfall. Und wenn es darauf ankommt, tut, was getan werden muss. Da sind wir. Wirf ruhig einen Blick rein. Mir macht es nichts aus, kurz zu warten. Mach ich. Bin gleich zurück. Alles klar. Schon zurück? Dann können wir ja weiter. Ja, zeig mir den Rest vom Lager. Klar. Obwohl, warte mal. Es gibt etwas, das ich dich fragen muss. Bist du gläubig? Warum ist das wichtig? Ist es nicht. Ich bin nur interessiert. Also, glaubst du? Ja. Dann wartet gleich eine Überraschung auf dich. Mit etwas Glück können wir der Andacht von Bruder Johannes beiwohnen. Was, wenn ich recht überlege, jetzt keine Überraschung mehr ist. Ich führe dich hin. Meine Freizeit ist zwar begrenzt, aber wenn ich kann, finde ich Ruhe im Gebet. Außenstehende verstehen das oftmals nicht. Aber ich garantiere dir, es braucht nur eine Woche auf meinem Posten, dann fängt jeder an zu glauben. Direkt nebenan ist im Übrigen die Kantine. Die Auswahl ist begrenzt, aber naja, ich kau einfach länger. Wir kommen gerade richtig. Hör Johannes zu, solange du willst. Wenn dir die Predigt gefällt, gerne auch bis zum Ende. Wenn du genug hast, gib mir ein Zeichen. Brüder und Schwestern, hört mich an. Mir wurde eine weitere Offenbarung zuteil, eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens.
Vertriebene nennt ihr euch, doch habt ihr hier ein neues Heim gefunden. Verlorene nennt ihr euch, doch weist euch der Schöpfer den Weg. Kraftlos nennt ihr euch, doch nährt euch das Gebet zu jeder Stunde. Nehmt den Schöpfer als euren Erlöser an und ihr werdet erleuchtet werden. Wer, so frage ich euch, zweifelt seine Herrlichkeit an? Ich tue das. Dann geh doch. Ich glaube an den Schöpfer. Mein Sohn, wie kannst du die Wahrheit verleugnen? Weil's Quatsch ist, was du da faselst. Und zu fressen haben wir auch nichts. Ein Windstoß und dein Kartenhaus fällt zusammen. Und doch sind wir standhaft. Aus dem Nichts werden wir emporsteigen. Sieh doch, selbst neue Gesichter sind unter uns. Erkennst du nicht das Wunder? Ein Wunder ist es, dass ich hier noch stehe. Wollen wir weiter? Ja, was gibt es sonst noch zu sehen? Ich könnte es dir sagen oder dich hinführen. Und da ich genug rumstehe, ziehe ich ein wenig Bewegung vor. Weiter geht's. Ein Wunder ist es, dass ich hier noch stehe. Mir reicht's. Wer die Hand des Schöpfers ausschlägt, den überkommt das Strafgericht. Merkt euch meine Worte. Geht nun dahin und labt. Das ist das Kastell der Regenten, nebendran das Archiv. Während im einen geforscht wird, wird im anderen das erlangte Wissen verwahrt. Beides ziemlich trocken, wenn du mich fragst. Den Besuch sparen wir uns. Wenn ich dich jetzt einen Blick riskieren lasse, setzt du nur Staub an. Komm, wir sind bald durch. Wo kann ich mein Zeug loswerden? Dafür suchst du am besten Vivian in der Händlermesse auf. Du findest sie im südlichen Teil des Lagers. Vom Tor aus links gesehen. Im Großen und Ganzen bist du dann auch schon im Bilde. Grundsätzlich gilt, wenn dich ein Gebäude interessiert, geh einfach rein und stell dich vor. Einfach so? Solange du niemandem im Weg stehst, störst du auch nicht. Das hier ist die Basilika der Judikatoren. Wir halten uns dort nur auf, wenn wir für etwas gerade stehen müssen. Da Hagen das Strafmaß bestimmt, sollte man sich in seiner Gegenwart besonders zusammenreißen. Angenommen, man vergisst sich an die Regeln zu halten. Schrubbt man dann Geschirr oder was erwartet uns dann? Sollen wir uns gleich nochmal unter vier Augen unterhalten? Ganz ruhig, man wird ja wohl mal fragen dürfen. Macht einfach nichts, was ich nicht auch machen würde. Ansonsten steht Hagen dir für alle Fragen zur Verfügung. Und ich bin mir sicher, du hast eine Menge. Ich gehe wieder zurück auf meinen Posten. Wenn dir mal langweilig ist, komm ruhig vorbei. Wir sehen uns. Wir zwei sind uns doch schon einmal begegnet. Woher kenne ich dein Gesicht? Wir sind uns damals im Hort begegnet. Ah, richtig, der Hort. Als er noch stand, habe ich viele Rekruten ausgebildet. Jetzt bin ich froh, wenn sich überhaupt noch einer findet. Deswegen lass mich ganz deutlich werden. Bist du hier, um zu helfen? Ja oder nein? Kommt darauf an, was anliegt. Jede Menge. Aber gut, ich verbuche das mal als ein Ja. Verpflegung, Unterkunft und einen angemessenen Lohn stelle ich jeder Arbeitskraft in Aussicht. Überlege es dir. Darüber hinaus habe ich immer ein offenes Ohr. Bei mir weiß jeder, woran er ist, auch wenn das bedeutet, dass ich Probleme klar benenne. Hier, nimm die. Damit kannst du dir in der Kantine deine Ration abholen. Bei dem Aufwand erwartet uns sicher ein Fünf-Gänge-Menü. Du solltest wirklich lernen, wann man die Klappe hält. Keine Sorge, Unverschämtheiten wie diese ignoriere ich. Wenn sonst noch Fragen sind, immer raus damit. Wie kann ich euch unterstützen? Das ist einfach. Hilf dort, wo Hilfe gebraucht wird.
Tu das und du wirst von mir wie ein Kleriker behandelt. Das ist alles? Ich bin Soldat. Ich mag es nicht kompliziert. Mit einer Uniform kann ich dich aber nicht ausstatten. Wir haben schlichtweg keine mehr. Du verarschst mich. Nein, aber gewöhnliche Schutzkleidung findest du bei unserem Rüstungshändler. Nur eben keine Uniform. Die einzige, die noch übrig ist, ist die eines Regenten. Und die gebe ich nicht heraus. Warum nicht? Nun, ich hätte sagen sollen, noch nicht. Aber was ich im Gegenzug verlange, wird nicht einfach sein. Wenn du wirklich Anspruch auf die Rüstung erhebst, musst du Zugang zu den Alps bekommen. Ich soll sie infiltrieren? Ich sagte ja, es wird nicht leicht. Ich will dir auch sagen, warum das für uns so wichtig ist. Seit sie Ignadon besetzt haben, verhalten sie sich uns gegenüber ruhig. Aber wer garantiert, dass es so bleibt? Die Alps sind ein Gegner, mit dem man rechnen muss. Und ich bin gerne informiert. Der Rang eines ihrer Scouts reicht natürlich nicht. Werde Trooper, dann können wir reden. Sehr schön. Jax, welch seltener Besuch hier in unseren heiligen Hallen. Wie ich sehe, hast du deinen Weg in schweren Zeiten wieder zu uns gefunden. Judikator Reinhold. Ja, in der Tat ist es schon lange her, dass wir die Waffen gegen unsere gemeinsamen Feinde richteten. Es ist beschämend, dass ich deinen weisen Worten keinen Glauben schenken wollte, als du uns Menschen vor der nahenden Katastrophe und den Wissenden berichtetest. Vergossene Milch. Ich muss zugeben, dass ich zuweilen ebenfalls daran zweifelte. Und doch sind sie da. Die fremden Eindringlinge mit ihren Türmen der Vernichtung sind genau das, wovor du uns immer gewarnt hast. Wichtiger ist es jetzt, an unsere Zukunft zu denken und den Feind zurückzuschlagen. Das tun wir, wie du siehst. Die Wunden, die uns geschlagen wurden, sind verheilt. Wir haben uns wieder gefangen und arbeiten an unserer Wiederauferstehung. Hilf mir. Ich brauche bessere Ausrüstung und gute Lehrer im Kampf mit der Waffe. Du hast also viel von deiner alten Stärke verloren. Der Krieg gegen die Alps hat uns allen damals sehr viel abverlangt. Und es scheint so, als würde die Lage sich in naher Zukunft kaum bessern. Der Krieg gegen die Alps war vor 6 Jahren und ist jetzt nicht mein Problem. Ich bin von einer der dunklen Kreaturen der Eindringlinge gebissen und mit ihrer Seuche infiziert worden. Darunter haben meine Kampffertigkeiten sehr gelitten. Vieles werde ich mir wieder neu erarbeiten müssen. Ich würde dir gerne helfen. Doch ich muss in diesen schweren Zeiten an unsere Gemeinschaft denken. So wie du selbst sehen kannst, haben wir weder die Mittel noch die Zeit, dich auszubilden oder unsere Waffen mit dir zu teilen. Was für eine Überraschung. Du musst verstehen, du bist ein Außenseiter für uns. Jedes kleine Stück brauchen wir für unser eigenes Überleben. Klingt fast so, als wolltest du, dass ich mich euch Klerikern anschließe. Das wäre ein gangbarer Weg. Doch so, wie du mir gerade vorkommst, brauchst du erst einmal eine Grundausbildung. Diese können wir Kleriker aber leider nicht leisten, Jax. Dazu fehlen uns die Ressourcen und das Personal, das wir dafür abstellen könnten. So wie es gerade ist, werden wir dir die Grundkenntnisse im Umgang mit unseren hochtechnisierten Waffen nicht vermitteln können.